Ich stehe jetzt heute vor dem Hotel Delphine Palace Deluxe Kollektion. Ein wunderschönes, sehr luxuriöses, edles Hotel. Und möchte Ihnen das, liebe Business-Urlauber, Reiseinteressenten, mal präsentieren. Mein Name ist übrigens Celine, Business-Reisebegleiterin. Also, dass der gesamte Hotel-Eingangsbereich des Palastes sehr elegant auch ausgestattet ist. Bemerkenswert ist dieser unwahrscheinlich große Kronleuchter an der Decke und die Aufzüge. Sehr viel mit Gold. Dies ist die Bar im Eingangsbereich. Und dies die Rezeption bzw. Information. Ich gehe nun mal weiter, mal schauen, wo es mich hinführt. Ja, stehe ich nun mitten in diesem luxuriösen Fahrstuhl hier und fahre in die untere Etage. Weil man also hier auch wieder erwähnen kann, dass das Hotel ausgestattet ist mit Fitnesscenter, Bowling, Gaming. Thank you.
werde jetzt zur Poollandschaft gehen. Meeting Rooms gibt es auch, also für Konferenzen und Meeting. Die werden hier auch abgehalten und nun zum Pool. Also hier nun mitten am Relaxpool und habe die Sicht auf dieses ebenfalls hochinteressante Hotel Imperial. Delphi Imperial. Wie Sie gemerkt haben, verlasse ich den Relaxpool wieder und mein Weg führt höchstwahrscheinlich zum Mainpool. Wieder gearbeitet, hervorragend die Grünanlagen in Ordnung gebracht und so weiter, damit es dann so top gepflegt auch aussehen kann. Hier die Toiletten auch mal, damit man also auch am Pool auf Toilette gehen kann. Und so komme ich zu meinem Pool und Hauptpool. Ich möchte also nun mal diese wunderschöne Sicht des Delphin Palast Deluxe Kollektion präsentieren mit ihren super hochinteressanten Goldkuppeln. Auch in der ersten Etage, wie man sieht, sind also diverse Restaurants, Terrassenlokale, wo man also auch draußen Speisen genießen kann. Okay.
Ich möchte mich also jetzt mal am Winterausgang präsentieren, denn das ist ja wunderschön, oder? Und nun gehen wir noch zum weiteren Poolbereich. Shop hier direkt am Pool, wo die sich also entspannen, Sonne, lecken, schwimmen. Und nun möchte ich die Boutique mal etwas näher bringen. Hier zum Beispiel hübsche, schicke, interessante Handtaschen. Man kann auch diverse Strandtaschen erwerben. Dieses Modell. Und dieses Modell. Das kostet 10 Euro. Das war wahrscheinlich der Chef. Der Chef von Boutique. Ja. Super. Super. Schick, schick gemacht hier. Oder diese Art. Sehr schön. Oh je. Yeah. Diese zum Beispiel gefällt mir doch besonders gut. Hallo, auch hier wird immer nur gearbeitet. Laptop, Besuch. Alles vorhanden. Das ist mein Besuch. Ah, okay. Und sehr schöne Gürtel, guck mal. Ja. Yeah. Oh, herrlich. Toll, wirklich sehr, sehr schick, ja. Mhm. Super. Toll. Ihr kommt aus? Deutschland? Ja, Nähe Köln. Wo hast du Nähe? Circa 50 Kilometer von Köln entfernt. Ich wohne 75 Kilometer weit von Köln. 75 ja, Meter weit von Köln? Kilometer. Kilometer ja. Weit von ja. Köln. Können wir gerne mal in Verbindung ja. bleiben. Ich drehe nur mal noch ganz kurz den Poolbereich okay. und komme dann zurück. Das ist kein Problem. Ich wohne in Krefeld. Krefeld kenne ich sehr ja. gut, ja. Gut? Ja, das ja. ist okay. Ich kenne Krefeld etwas. Mhm. Bin zwar nicht so oft da, aber ich bin ab und zu schon mal durchgefahren. Made in Germany. Also wir reden. Okay, kein ich Problem. Und mein zurück. Name Ahmed, ne? Ahmed. Ja. Dank dir lieb. Das war der Chef der Boutique, ja? Ich drehe nun noch kurz den Hauptpool okay. und komme dann ja, okay. wieder zurück. Später. Viel Spaß. So, jetzt also zum Hauptpool. Kein Problem, ich komme mich auch. Wir wollen mit dem genau unten. Weil wir selber mit uns sind, oder? Also wir kriegen es selber, ne? Und wir haben es genau. Sie ist also noch die Präsentation des Hauptpools. Auch hier haben wir wieder diese tolle Figur des Delfins. Direkt mal streicheln. Leider ist er ja nicht echt. Aber ist das nicht herrlich hier? Also, Delfin Palast, Deluxe Resort Hotel, hat unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Wie man jetzt? Chipstimme.
Was immer hervorragend ist, dass die Sonnenliegen jeweils immer schicke Schirme zum Schutz haben. Das heißt, wer Sonne genießen möchte, kann das und wer im Schatten liegen möchte, ebenfalls. Dankeschön. Ja, die Leute sind also sichtlich begeistert, dass ich mal so eine Videopräsentation mache. Und ich habe natürlich auch gute Unterstützung erhalten dafür. Ebenfalls noch eine Poolbar. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Tag. Das ist das Party. Ich möchte mal kurz das Party präsentieren. Ja. Wenn der Herr schon so freundlich ist, ne? Hallo. Hallo. Wie ist dein Name? Suleiman. Suleiman, ja, ja. Dankeschön. Schönen Tag noch. Okay. Auch hier sitzt man doch bemerkenswert relaxed, oder? Und kann super Speisen zu sich nehmen. Direkt am Pool. Hallo. Schönen guten Tag. Hier findet wahrscheinlich dann abends auch wieder Barbecue-Abend statt. Auch schon wieder eine weitreichende Führung hier hinter mir. Sehr viele Animationsmöglichkeiten bestehen. Showprogramme werden abends durchgeführt. Hier führt es noch zu einem weiteren Pool, den ich allerdings jetzt nicht präsentieren möchte. Hallo, Dick. Wir gehen weiter durch ein Parkgelände. Fruzin-Cocktail. Hier nochmal einmal den Blick in den Ausgang Delfinpalast Deluxe Kollektion Ressort. Super, nicht? So, mein Weg geht nun also weiter durch diese Parkanlage und siehe da, wir haben wieder ein süßes Kätzchen, aber
Revier. Hier ist natürlich der berühmte Döner, den gibt es auch zu essen. Sieht doch schmackhaft aus, oder? Mein Weg führt nun weiter. Vielleicht probiere ich nachher den Döner mal. Aber nun führt mein Weg erstmal weiter. Leckere Eiscreme kann man zu sich nehmen. Nach der Führung direkt zum konkreten Weg zum Strand. Hier führt der Weg zum Strand. Top gepflegt, angelegt. Links und rechts. Ja, und hier kann man nun sich in den Strand liegen mit Überdachung genüsslich sonnen. Natürlich auch im Meer schwimmen gehen. Führt mich direkt zur Moonlight Bar. Auch die möchte ich doch mal kurz drehen. Das muss ich jetzt mal präsentieren, denn vom Strand aus sieht man jedes Hotel. Das heißt, da hinten ist das Delfin Deva Palace Hotel Resort, daneben das Imperial Resort und hier das Delfin Palace Deluxe Kollektion Resort. Der Weg führt nun auch weiter in weitere Hotels in diese Richtung. Wie man sieht, also ich hätte Arbeit genug, wenn ich diese Hotels alle drehen wollte. Vielleicht gelingt mir das ja irgendwann mal. Sitzt und liegt man hier nicht herrlich? Direkt im Meer. Man kann die Meereswellen unter sich spüren, wenn man das hier sonnt. Ich werde nun mal einen Drink zu mir nehmen an der Bar am Meer. Mal schauen, was ich mir nun aussuchen werde. Ich muss ja auch mal eine Pause machen. Ich habe einen Pfeil. Oder die Mutter. Thank you.
ich bin Saft bestellt. Hallo. Oh, Wasser. Was ist das da? Hose. Wasser mit Wodka. Dann nehme ich mal, denke ich mir, lieber einen Saft. Welche Art von Säfte? Das Orange, ist der Orange, Apple, Peach, Apricot, Pineapple. Tropical? No? Okay. Mix. Mix. Okay, ich nehme ein Tropical Fruit Saft. Super aus. One racke mit Eis. Schmeckt wunderbar. Sehr erfrischend. Ja. Und mein Reisepartner und Videodreher bringt zurzeit. Wie heißt das Getränk? Raki. 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 Also zum Wohl. Raki mit Eis. Zum die Türken Wohle. Sagen aber nicht Raki, Prost. Die Türken sagen Racke. Prost. Ich denke mir, ich nehme mal 2 Minuten Platz. Ich muss mir einen Stuhl aussuchen. Bemerkenswert diese lilafarbenen kleinen Flugsessel hier. Sehr hübsch gemacht. Und ich sitze nun direkt im Meer. Mit allen Hotels im Hintergrund. Herrlich ist hier zu sitzen und Getränke zu genießen oder auch Cocktails. Ich denke mir, ich werde die Führung jetzt erstmal beenden und später weiter drehen, denn ich hatte auch noch vor, das Delfin Imperial zu drehen. Also, ciao!